Ist es möglich, dass dort noch etwas sieht, was ein bisschen wertvoll ist, ein paar alte Knochen? Ja, Hagrim ist auch ein Zwerg, der ist auf Profit aus. Wirtan sieht sich um. Wahrscheinlich. Seit der Tempel versiegelt wurde, hat sich niemand mehr dort umgesehen. Naja, von mir mal abgesehen, und ich habe nichts angefasst. Alle Wertgegenstände, die da drin sind, wirst du als Erster sehen. Während du dabei bist, bitte ich dich nur um diesen einen Gefallen. Und wer bist du überhaupt? Wirtan grinst dich schwach an. Wirtan heiße ich. Ich habe lange genug in Goldtal gelebt, um mich daran erinnern zu können, wie prachtvoll es einst gewesen ist. Er zuckt mit den Achseln und schaut weg. Ich half manchmal beim Tempel aus. Ich brachte ihnen Vorräte, das ist alles. Ja, wir fragen, auch wenn es lächerlich klingt, wir fragen ihn mal, warum kannst du das nicht selber machen? Naja, ich habe es versucht. War noch gar nicht weit drin, als ich der Sache schon nicht mehr gewachsen war. Wirtan zieht eine Grimasse. Ich habe schon lange keine Klinge mehr im Kampf erhoben. Wie sich herausgestellt hat, kann man das auch durchaus verlernen. Du aber siehst so aus, als könntest du dich deiner Haut erwehren. Ja, hoffen wir. Ich habe keine weiteren Fragen. Also, was sagst du? Ich werde sie finden. Dann schwöre ich dir wirklich was bei der Flamme. Aber pass auf, da der Tempel schon lange versiegelt ist, wimmelt es da drin jetzt nur so von Kreaturen. Solltest du aber an ihnen vorbeikommen, so findest du die Priester im untersten Kellergeschoss. Wenn sie noch da sind, dann dort. Diese Priester halten allerlei Geheimkammerschaltern in den Wänden, präparierte Wandlöcher, solche Sachen. Halte die Augen offen und pass da unten auf dich auf. Ich würde nur gern jemanden hinunterschicken, um deine Überreste aufzusammeln. Wirtan schaut die Stufen hoch. Vielleicht solltest du mit diesem Äther sprechen, falls ihn Redrick noch nicht aufhängen ließ. Man sagt, er sei ein Anhänger des toten Gottes. Vielleicht weiß er mehr über diesen Ort. Er hält sich normalerweise draußen bei der Schmiede auf. Ich werde hier bei den Stufen warten und Ausschau halten. Vielleicht werde ich auch versuchen, mich ein bisschen zusammenzuflicken. Okay, begrabene Geheimnisse. So können wir vielleicht den einen Mann, der beim toten Baum steht, noch für unsere Sache gewinnen. Weil Hakim ist zwar ein gern der einsame Jäger, aber er sieht auch ein, dass er in dieser Situation jede Hilfe gebrauchen kann. Also ihn hier, Eder. Ich will aber mal kurz über meinen Charakter. Wir sind wohltätig. Goldteil, Verbündeter, schwach, gut. Und wir können nur die eigene Reputation ansehen. Anzahl der Bewusstlosigkeiten, eine. Wann waren wir bewusstlos? Okay. Eder. Der Geruch von Pfeifenrauch. Gleichzeitig erdig und süß schlängelt sich in deine Nase. Deine Augen verfolgen den Rauch zu seinem Ursprung zurück. Ein breiter Mann mit strohfarbenen Haaren, der an eine moosbewachsene Felswand gelehnt ist und eine Pfeife in seiner dicken Hand hält. Er blickt dir direkt in die Augen. Sein Blick ist jedoch nicht aggressiv. Er mustert dich mit einem eigenartigen Grinsen. 17 and a half. Now, could be 18, depending on how you count the dwarf woman. 17,5. Könnten auch 18 sein, je nachdem, wie man die Zwergenfrau zählt. Also der zählt die Toten am Baum. Wie bitte? The dwarf woman. You were trying to figure out whether to count her as a full person. I think you oughta. Die Zwergenfrau. Du hast dir überlegt, ob man sie als ganze Person zählen soll oder nicht. Ich finde, das solltest du schon. Aber was redest du da? The people hanging from the tree. 18 of them. Well, last I counted anyway. Die Leute, die am Baum hingen. 18 an der Zahl. Wenigstens bei meiner letzten Zählung. Alof runzelt die Stirn. Macht ihr das hier, um euch zu amüsieren? Name's Adair. Out of the people around here, might as well be 19. Er streckt die Hand aus. Ich heiße. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. Er streckt seine Hand aus. Ich heiße Adair. Wenn es den Leuten hier nachginge, könnten es auch 19 sein. Er betrachtet dich von Kopf bis Fuß und zieht eine Gebrasse. Glaube nicht, dass ich dich höher als 23 hängen würde. Glaube nicht, dass ich dich höher als 23 hängen würde. Maximal 23, er schneidet mit der Zunge. Du siehst nach der Sorte aus, die sich gerne einmischt. Oh ja, der hat Hagrim gut durchschaut. Was lässt dich denken, dass ich an der Zwergenfrau Interesse hatte? Er betrachtet dich einen Augenblick mit hochgezogenen Augenbrauen. Sein Grinsen wird breiter. I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. Never so much as blinked. Your mouth was so slack, I took you for a Radric at first. Sehr, sehr schmeichelhaft.
Ich rauchte hier drüben und sah, wie du sie anstarrst. Zweimal habe ich meine Pfeife nachgestopft, aber währenddessen hast du dich einmal geblinzelt. Dein Mund stand so weit offen, dass ich dich anfangs für einen Rentrick hielt. Weißt du, was ein Wächter ist? Careful, friend. Best not use that word round here. There'd be any number of Radric bootlickers within earshot. Ciphers, animancers, watchers. Same thing in the eyes of folks round here, Radric especially. They come through these parts all the time with their cures, preying on the desperate. None of them are who they claim to be. Seine Augen schießen in mehrere Richtungen, er lehnt sich näher zu dir herüber. Vorsicht, mein Freund. Dieses Wort solltest du hier besser nicht benutzen, denn hier wird es förmlich von Redricks Stiefel leckern. Medienbeseeler, Wächter. Für die Leute hier ist alles dasselbe, vor allem für Redrick. Sie kommen ständig mit ihren Heilmitteln in diese Gegend und haben es auf die Verzweifelten abgesehen. Keiner von ihnen ist wirklich der, der vorgibt zu sein. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. No offense. Nachdem ich dich mit diesem komischen Blick gesehen habe, bin ich schon fast geneigt zu glauben, dass du mit dieser Zwergenfrau tatsächlich etwas hattest. Ja, wie auch immer, vielleicht bin ich doch nicht 19, nichts für ungut. Du denkst, dass du gehängt wirst? The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. My headman on the farm. Used to be my captain during the war. Dieses Dorf hat schon seit langem auf mich abgesehen. Der einzige Kerl, der sich für mich eingesetzt hat, naja, er ist Nummer 18 da oben. Mein Vorarbeiter auf der Farm. Während des Krieges war er mein Hauptmann. Im Krieg? Krieg der Heiligen, nur einer in meinem Leben. Dieser Kerl beschließt, die lebende Inkarnation von Eotas zu sein, stürzt Redkeras, marschiert auf den Dürrwald, also begrüßen wir ihn auf dem dürrwellischen, dürrwellische Art. Was ist eine dürrwellische Begrüßung? Wir jagten ihn in die Luft. Er lächelt, als er das sagt, aber es ist das Lächeln von jemandem, der einen Witz nicht aus Spaß erzählt, sondern um einen Effekt zu erzielen. Okay, tolle Begrüßung. Wer ist Eotas? Der Gott der Wiedergeburt und der Erlösung, früher zumindest. Vielleicht haben sie da, wo du herkommst, einen anderen Namen für dich, für ihn. Ich hatte andere Fragen. Warum wurde dein Vorarbeiter gehängt? Habe mich eingemischt. Redrick schickte vor ein paar Tagen Männer hierher. Sie sagten, sie wüssten aus glaubwürdiger Quelle, dass jemand im Dorf mit Kolsk arbeitete, um eine Verschwörung zu Redricks Sturz plante. Sie sagten, wenn der Schuldige nicht hier und jetzt vortrete, würden sie alle von uns aufhängen. Niemand trat vor, tat es Swiffin. Das war beim Vorarbeiter und er sagte, er wäre es gewesen. Sie haben ihn beim Wort genommen. Er seufzt und schüttelt den Kopf, den Blick starr auf den Baum gerichtet. Das musste früher oder später passieren. Wenn nicht für eine Verschwörung gegen Redrick, dann für meinen Schutz. Was hat dein Dorf gegen dich? Pick the wrong god. That's what it comes down to. Used to be a lot of Vaethys worshippers in Gilded Vale. That mess of rocks over there, that was a temple to him, to give you some idea. Er zuckt mit den Achseln, hat sich den falschen Gott ausgesucht, darauf läuft es doch hinaus. In Goldtag gab es mal viele Anhänger Eotas. Dieser Haufen Felsbrocken da drüben war früher mal Eotas Tempel. Nur damit du dir eine Vorstellung machen kannst. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these parts. My brother Woden and me, neither of us believed it. No way was that Aethys. He enlisted, then I did too. But he didn't make it back. Dann tauchte eines Tages jemand namens Weidwin auf. Von dem haben wir schon mal gehört, dieses Weidwin-Vermächtnis, was Hohlgeburten hervorbringt. Auf der Türschwelle des Dürrwaldes auf. Das lebende Fleisch Eotas sei er, hieß es. Dass er eine Armee mitgebracht hätte, sagte er. Und auf einmal war Eotas hierzulande nicht mehr so beliebt. Weder mein Bruder Woden noch ich glaubten das. Das konnte unmöglich Eotas sein. Er meldete sich zu den Waffen und ich folgte ihm. Aber er kam nicht mehr zurück. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason.
got real ugly, especially after the legacy started. Folks needed someone to blame. I was safe because I fought, but then this rumor starts that my brother, that he was on the wrong side. And I wasn't so safe anymore. Until my headman stepped in and said they'd have to hang him to get to me. Nach dem Krieg begannen die Leute, die Anhänger Eotas zu bestrafen und sie des Verrats zu beschuldigen. Besonders nachdem das Vermächtnis begann, wurde es wirklich hässlich. Die Leute brauchten einfach einen Sündenbock. Oh, schlimm. Mir passierte nichts, weil ich gekämpft hatte. Aber dann wurde dieses Gerücht verbreitet, dass mein Bruder auf der falschen Seite stand. Das ist auch mies. Dann war ich auf einmal nicht mehr sicher. Nicht bis mein Vorarbeiter einschritt und sagte, sie müssten ihn schon hängen, um an mich heranzukommen. Kumpel, du tust wahrscheinlich wirklich gut, dich uns anzuschließen. Of course, the townies don't do the hanging these days, but when Radric's men come, they got no problem doing the pointing. Er schaut den Baum hoch und seine Augen verfolgten einen der schaukenden Körper. Anscheinend ist das jetzt nicht mehr von Belang. Die Dörfler legen beim Hängen heutzutage natürlich nicht mehr Selbsthand an, aber wenn Redrics Männer kommen, dann haben sie kein Problem mit ihren Fingern zu deuten. Alof blickt dich an und senkt seine Stimme. Du verstehst, warum ich weg wollte? Wer ist Kolz? Jemand, der ganzen Hänger 3 überdrüssig wurde. Jetzt ist er auf der Flucht, wahrscheinlich bis ihn schnappen. Wenn du als nächstes gehängt werden sollst, was machst du da noch hier? Er deutete ein halbes Lächeln an, hauptsächlich mit Trinken. Eigentlich stehe ich kurz vor dem Aufbruch, ich weiß nur nicht wohin. Dort draußen gibt es nicht viele Orte, wo man nicht denkt, dass Weidwinds Vermächtnis mit Weidwind begann. Wir könnten zusammenreisen. Wohin führt dich dein Weg? Zu einem Ort namens Cat Noir. Dort befindet sich ein alter Wächter, der in der Lage sein könnte, mir zu helfen. Ich kann mich noch an etwas Jahre ago. Er tamed that place. People would seek him out for all kinds of things. Troubles of the soul, questions for the departed. Of course, that was back when you didn't have to say Watcher with a hush on your breath. Ich glaube, ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren von so etwas gehört zu haben. Er hat diesen Ort gezähmt. Die Leute suchten wegen allerlei Dinge Rat bei ihm. Dinge, die auf der Seele lasten. Fragen für die Verstorbenen. Das war natürlich noch zu den Zeiten, in denen man das Wort Wächter noch laut aussprechen konnte. A man such as that? There'd be things I'd want to ask him. Don't know why I never thought of it before. Etwas entzündet sich in Edas Augen und die Kraft der Entschlossenheit findet ihren Weg in seine Stimme. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich mag wirklich, wie sie auch diese Gestiken und alles beschreiben. Das ist wie in einem schönen Fantasy-Roman, nur dass man es selber spielen kann. Ah, ich schwärme richtig vor dem Spiel. Ich sagte ja bereits, das ist das Spiel, auf dem ich mein Leben lang gewartet habe. Einen solchen Mann, es gibt Dinge, die ich ihn fragen wollte. Ich weiß auch nicht, warum ich niemals daran gedacht hatte. Not sure how I feel about setting out with a stranger. And a strange one at that. But truth be told, you might be the only one in town who wouldn't feel some relief seeing me swing from that tree. Er kratzt sich geisterhaft mit einem schwilligen Daumen im Bart. Weiß nicht, was ich davon halten soll, mit einem Fremden aufzubrechen. Noch dazu mit einem so seltsamen. Aber ehrlich gesagt könntest du der Einzige sein, der nicht eine Art von Erleichterung spüren würde, wenn ich von diesem Baum dort baumle. Ein wirklich guter Grund. Alright then. Guess I'll do some sightseeing. Er zuckt mit den Achseln. You're not the one picking the sights. Er zuckt mit den Achseln. Na gut, dann schaue ich mir halt ein bisschen die Sehenswürdigkeiten an. Er wirft einen kurzen Blick auf den Baum. Solange du nicht die Sehenswürdigkeiten auswählst. Er neigt seinen Kopf nach vorne und schaut dich direkt an. Dann lass uns losziehen. Jawohl, wir haben einen weiteren Char in der Gruppe. Der hat Verteidiger. Der Kämpfer übernimmt eine konservativere Kampfstrategie, die sich auf die Abwehr eingehender Angriffe konzentriert. Der Kämpfer erhält einen Bonus auf Abwehr und steigert seine Anzahl von Bindungszielen auf 3, jedoch auf Kosten der Angriffsrate. Er kann natürlich niederwerfen und er hat einen Säbel und einen Kriegsbogen. Mhm. Und er müsste wahrscheinlich auch schon... Ups, das war falsch. Ist er auch schon Stufe 3, hoffe ich mal. Ja. Weil die Jungs kriegen ja unterschiedliche Erfahrungspunkte, was ich eigentlich auch ganz okay finde, so war es ja auch in Baldur's Gate.